mich, wenn's raus. So, also. Das Ding ist doch ein bisschen fieser, als ich dachte. So, ich hüpfe mal, reise mal ganz kurz hier zu dieser Flohflamme. So. Was haben wir denn hier? Ich sollte vorsichtig sein, ich bin ganz allein. Okay. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Ja, probieren wir es doch mal, ne? Was? Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. So, jetzt muss ich gerade gucken. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. So, scheinbar müssen wir hier ein bisschen Action machen gerade. So, tschüss. Jetzt hätte ich mal einen Pika Power Trank. So, jetzt muss ich hier runter irgendwo. Ja, weg im Rio. Komm her. Aber du erst mal was abkriegen. So, ich muss ich jetzt irgendwie hier vorne hin oder was? Super geil. Auf die Socken. Oh Gott, das ging jetzt schnell. Aber ich hab dich. So, Mega-Power-Tränke sind immer gut. So, jetzt muss ich hier irgendwo, warte mal. Hier unten ist ein Tor. Hier sollte ich mich lieben. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Was finden wir wohl hier? So, erkunde den Außenposten der Kobolde und Roland Oaks. Also wie gesagt, das werde ich ja quasi doch als neue Folge machen. In Zentrum. So, Lubus. Ah, wieder ein bisschen Action. So. Ein Anhänger weniger, Renrock. Lumos. So. Also hat dieses Ding auf jeden Fall irgendwas mit dem Roland Oaks zu tun. Also hat das Ding auf jeden Fall was mit Roland Oaks zu tun. Hier ist noch irgendwas. Moinsen! Ich will.
Hat der schon mal Geschichte, der Junge? Und mach mal eben mit dem Kollegen hier ein bisschen kurzen Prozess. So, der ist schon mal weg wieder, der Typ. Mama, wischt. So, was schließt die Duellleistung ab? 5 Stück, okay. Kesseltür. Wie geht sie auf? Wobei ich glaube, dass das einfach eine Nebenquest ist, oder? Eigentlich ist das eine Nebenquest. So. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal da unten lang. Aber wahrscheinlich wieder die nächsten zu stehen. Aber wir haben mit den Jungs fertig. Da stehen schon wieder die nächsten. Nehmen wir sie einfach mal kurz an. Alles mitnehmen, was hier so rumfleucht und kreucht. Wenn es auch nur ein bisschen Kohle ist, ist es scheißegal. Brauchen wir Ei irgendwann. So, da vorne ist eine Tür. Warte mal, wie können wir so mit der agieren? Mr. Oaks? Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Das ist eine große Frage. Finde Rolands Zauberstab. Also müssen wir schon mal wieder da hoch, ne? Also müssen wir da irgendwo hoch. Wir haben ja müssen da alle Feinde weg haben. So, da oben müsste der, also laut der Karte, laut der Dings. Was ist das? Ja, ich hab schon verstanden. Da ist jetzt nochmal drauf, oder? Aber wie krieg ich das? Etwas versorgt diese Tür mit Energie. Ja. Ja gut, wir müssen. Die Energiezufuhr stoppen, ne? Warte mal bitte kurz. Wo könnte das sein? Da oben irgendwas. Komm, da komme ich doch nicht hoch. So, schauen wir nicht. Okay, zumindest nicht so. Aber so, vielleicht. Frage. Ich habe die Dinger hoch. Ja, nicht. So, da nehmen wir was mit. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch zur Hölle? Weil ich muss ja da hoch irgendwie, vermutlich zumindest. Warte mal. Im Zweifel die Treppe nehmen.
zweifelte Treppe nehmen. Ja, das wäre zu einfach. Aber wir haben es hingekriegt. So, jetzt müssen wir gucken. Da ist irgendwas. So, dann nehmen wir die Dings mit. Und jetzt geht auch die scheiß Tür auf, ernsthaft? Okay, gut. Gut zu wissen. Und jetzt können wir die Tür rausholen. Ja, moinsen! Der ist schon mal weg. So, der ist auch weg. Das war wohl einer der Chefs. Der hat nämlich einen Namen dran gehabt. So, der ist auch weg. So, du wolltest von mir was? So, der ist weg. So, der ist auch weg. So, war schnell, war es mal zwei schnell, aber nicht schnell genug. Also es ging ja um die Menge der Leute, also schon. Okay. Ich hätte zwar nicht damit gerechnet, dass jetzt so viele Leute da hier sind, aber ich muss hier irgendwas finden jetzt. Der Zauberstab von ihm. Quatsch mit Soße. Hier sind nämlich Säcke, die ich mitnehmen kann. Das muss ah. Der Zauberstab sein. Dann haben wir den. Sich jetzt befreien. Probieren. Ich gehe aber studieren. Ich will aber die Truhe vorher doch da mitnehmen. Da ist immer noch eine, die wird eine Truhe angezeigt. Die hätte ich gerne noch. Aber scheinbar. So, hier ist noch eine weitere Truhe. So, jetzt bringen wir den Meister mal ganz kurz seinen kleinen Zauberstab. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, dann sollte mir das. Das Spiel sollte mir mal ganz sagen. Das Spiel sollte mir mal ganz kurz eben ja. Geschafft. Da ist er doch. Zauberstab und halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhänger. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank.
Schön, dass ich helfen konnte. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. So. Auftrag abgeschlossen. Die Geschichte von Roland Oaks ist im zweiten Teil gewesen. Liegt aber ein bisschen, wie gesagt, daran, dass ich gerade ein bisschen vorbereiten muss an anderen Folgen. So. Okay. Dann haben wir das auch. Hallo? Spiel? Ich höre mal nicht. Ja, ich würde gerne mal, hätte jetzt eigentlich gerne auf die Karte mal zugegriffen gerade. Dass wir nämlich weitermachen können. Da unten ist weiter links. Wieso darf ich jetzt nicht auf die Karte zugreifen? Sie flachsen jetzt? Muss ich jetzt echt hier rausrennen oder was? Erstmal? Okay. Okay. Zwei Puls. Lumpige Galionen. Ja, Hauptsache ich darf jetzt hier. Hauptsache muss ich jetzt. Also muss ich jetzt hier rausrennen oder was? Ich kann mich nicht. Ich kann nicht porten. Ich kann nicht auf die Karte zugreifen. Warum auch immer gerade? Ach, die Karte ist nicht verfügbar. Ja, saft! Ich will hier raus. Hallo Homura. So, jetzt machen wir mal Schlüssel auf hier. Wir müssen jetzt den erstmal noch befreien hier. Schloss auf. Ich hab jetzt ein Problem mit dir. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. So. Ah, 65 Galionen. So, eigentlich wollte ich, aber trotzdem will ich hier trotzdem mal raus. Ich kann hier nicht auf die Karte zugreifen, das ist das Problem. Ich muss hier also erstmal gucken, dass ich hier irgendwie rauskommen aus der Nummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das da vorne sieht schon wieder gut aus. Ja, ist es. Wunderbar. Okay. Oh, wir sind wieder Feinde. Aber ich will eigentlich gerade mal hier raus aus der Nummer. So, okay. Haben wir noch einen Auftrag? Haben wir einen Auftrag? Also. Haben wir schon, aber wie gesagt, ich verabschiede mich erstmal hier. Wir sehen uns morgen dann wahrscheinlich wieder. Je nachdem, wie ich das mal ins Schneiden kriege. Und dann freue ich mich, wenn du wieder einschalten würdest bei Hogwarts Legacy. Ja, Aufzeichnung beenden. Lass mich doch einfach gerade durch. Spielanlage speichern.